Ich grüße Sie recht herzlich, meine recht herzlich sehr verehrten Damen und Herren, Jeremy hier. Heute sprechen wir über die langanhaltendsten, besten Sommerparfums für Männer. Wir fangen an mit der Nummer 10 und das ist Mercedes-Benz Cologne. Und dieser Duft, wie der Name schon sagt, hat einen wundervollen Cologne-Akkord. Ihr kennt es, Dior Homme Cologne, Farinas 1709, 4711. Das sind alles frische, leicht florale, sehr natürlich riechende Düfte für den Sommer, die oftmals Haltbarkeitsprobleme haben. Hier haben wir keine Haltbarkeitsprobleme, deshalb ist er auf dieser Liste leider nur auf der Nummer 10, weil die Haltbarkeit noch besser sein könnte. Falls ihr euch aber für einen klassisch schönen Cologne-Akkord interessiert, Neroli, Jasmin, Petitgrain, Bergamot, dann empfehle ich euch Mercedes-Benz Cologne. Auf der Nummer 9, der beste Seifenduft derzeit aus dem Hause von Mugler. Und dieser nennt sich einfach Mugler Cologne, auch hier wieder. Nur hier spielen wir das ganze Spiel wirklich auf die Spitze, im Sinne von, dass wir eine ganz massive Seifennote haben. Manche sagen Kernseife, manche sagen die Seife eines teuren Hotels. Angeblich hat Mugler selbst in einem schönen Hotel eine Seife gerochen und dementsprechend diesen Duft komponiert. Falls ihr euch also für einen langanhaltend, simpel nach Seife riechenden Duft interessiert, dann kann ich euch diesen Duft empfehlen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Muglers Cologne. Auf der Nummer 8 haben wir ebenfalls einen Seifenduft und das ist Lucky You by Lucky Brand. Dieser Duft ist ebenfalls sehr in der Seifenwelt unterwegs, allerdings viel synthetischer riechend, also künstlich, vom Duftcharakter extrem günstig. Aber wir dürfen nicht vergessen, was dieser Duft mit sich bringt und das ist nämlich eine extreme Haltbarkeit. Wenn ihr einen Duft wollt, der sehr, sehr lange hält, dann müsst ihr diesen Duft ausprobieren. Wenn ihr einen Duft wollt, der nach Seife riecht, dann probiert den ebenfalls aus. Wenn ihr aber einen Duft wollt, der absolut natürlich riecht wie eine frisch gezapfte Blume, dann kann ich euch diesen nicht empfehlen, weil der alles andere als natürlich riecht. Auch mehr für Teenager geeignet. Für den Preis kann man es aber ausprobieren. Lucky You von Lucky Brand. Auf der Nummer 7, Vintage Green von Banana Republic's Icon Collection. Dieser Duft ist für alle Liebhaber von dem Parfum Chanel Allure Homme Edition Blanche ein sehr interessanter Duft, der eine wundervolle, leicht salzige Limonennote hat. Dieser geht eine ähnliche Richtung, schmeißt ein bisschen Petitgrain dazu, schmeißt ein bisschen Aquatic Freshness von einem Cool Water dazu und schon habt ihr Vintage Green. Schöne Haltbarkeit, angenehmer Preis, relativ neuer Duft und mein Favorite aus der Icon Collection. Falls ihr in die Welt von Banana Republic eintauchen wollt, würde ich euch diesen als Startduft empfehlen. Das ist Vintage Green von Banana Republic. Auf der Nummer 6, der Marigold Duft Balde Afrique from Byredo. Und dieser Duft ist für alle meine Zuschauer, die sich für Nischenparfums interessieren. Nischenparfums sind oftmals teurer, sehr potent in der Haltbarkeit und sehr außergewöhnlich vom Duftcharakter. Alles hier trifft auf diese Marke zu. Balde Afrique ist mein Lieblingsduft von dem Haus Byredo und hier haben wir Marigold als prominente Duftnote drin und diese Duftnote ist, wie wir alle wissen, die Gummibärchen-Duftnote. Falls ihr euch für Gummibärchen interessiert, dieses interessant süßliche, aber echt the real deal, das ist ein essentielles Öl, das ist also kein Fake, dann probiert diesen Duft hier aus. Ihr werdet diese ganz interessante, übrigens Unisex-Duft, Duftnote von diesem Gummibärchen hier wiederfinden, aber auf eine sehr attraktive, interessante und vor allem natürliche Art und Weise. Von daher, falls ihr was Neues ausprobieren wollt, falls ihr einen Unisex-Duft mögt und falls ihr diese Marigold-Duftnote gerne riechen wollt, empfehle ich euch Balde Afrique von Byredo. Weiter geht's zur Nummer 5, Givenchy Neo. Und dieser Duft, wie er schon den Namen sagt, ist eine sehr frische Version der bisherigen Givenchy-Reihe. Und am ehesten vergleichbar ist der mit einem Armani-Coat-Duft, aufgelockert mit einer Meeresbrise, aufgelockert mit Frische.
Was verrückt an diesem Parfum ist, ist, dass er, obwohl er frischer ist, eine bessere Haltbarkeit als der Armani Code mit sich bringt. Das ist sehr, sehr respekteinflößend, wenn ihr mich fragt. Es macht mir Spaß, diesen Duft zu tragen. Er hat mir einige Komplimente bisher beschert. Und abgesehen von der sehr guten Haltbarkeit, der recht ordentlichen Mass Appeal, viele Leute mögen den, geht besser, aber mögen trotzdem viele, hat er auch einen sehr angenehmen Preis. Von daher, falls das gut für euch klingt, auf der Nummer 5, Givenchy Neo. Auf der Nummer 4, L'Homme Ultime, Yves Saint Laurent. Dieser Duft hat angeblich eine Rosennote drin. Ich stimme zu, dass er etwas Außergewöhnliches an sich hat, aber dennoch den Geschmack der Massen trifft. Für mich riecht er aber in erster Linie wie ein Gin Tonic, gemischt mit einer sehr scharfen Zitrone und einer leichten Erdigkeit. Diese Gin Tonic Fizziness, so wow, was geht ab, cool. Gemischt mit einer gewissen Zitrone, die drin ist, gemischt mit einer gewissen Erdigkeit, die drin ist. Sehr interessant. Die Komplimente halten sich im Grenzen. Allerdings, falls ihr euch für eine langanhaltende Duft-DNA interessiert, dann empfehle ich euch definitiv diesen Duft für den Sommer, L'Homme Ultime von Yves Saint Laurent. Ein absolut Must-Check-Out von mir für euch auf der Nummer 4. Auf der Nummer 3 ebenfalls sehr spannend, L'Homme Intense von Lacoste. Mit diesem Duft, muss ich sagen, hat Lacoste meinen Respekt zurückgewonnen, weil bisher war Lacoste nicht der Vorreiter in den absolut originellsten Duft-DNAs, außer man redet jetzt von dem einen Pflaumenduft, der außerordentlich schön war, außer man redet von Lacoste Blanc, der ein Tuberose-Duft für Männer war, was auch sehr respektabel war, waren die doch bisher mehr auf der sicheren Seite unterwegs. Hier mal wieder ein Kracher aus dem Hause von Lacoste. L'Homme Intense, ein Rhabarber-basierter Duft. Rhabarber, 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 spannend. Und was müsste man dazu noch sagen? Abgesehen davon, dass er lange hält, eine unique Duft-DNA hat und gut bei den Mädels ankommt, nicht viel weiter, weil es sind die drei Punkte, die uns sehr gefallen. Unique, long-lasting, mass appeal. Das bringt der Duft mit sich. Wie gesagt, ein Rhabarberduft. Kann für euch auch die Nummer 1 sein, weil die anderen zwei sind auch super, aber für andere Leute. Auf der Nummer 3, L'Homme Intense Lacoste. Auf der Nummer 2, Gris Montagne von Christian Dior's Private Collection. Das ist in erster Linie ein Parfüm für Frauen. Ich mag es aber auch selber, diesen Duft zu tragen. Ich habe ein paar Mädels gefragt und einer der interessantesten Statements, die ich zu diesem Duft bekommen habe, riecht wie ein sehr eingebildeter Businessman. Das ist original ein Statement einer Frau, als ich ihr diesen Duft gezeigt habe. Das ist ein Chiffre-Duft für Frauen. Wir haben hier also ein bisschen Rose drin, ein bisschen Eichenmoos, ein bisschen Patchouli, die ganze Schiene, die man häufig bei Frauendüften findet. Aber er hat eine gewisse Unnahbarkeit, die außerordentlich spannend riecht. Der riecht übrigens, mittlerweile heißt der Duft Gris Dior, nicht mehr Gris Montagne. Das heißt, wenn ihr wirklich aufs nächste Level aufsteigen wollt und wirklich was Neues ausprobieren wollt, ich habe Komplimente zu diesem Duft bekommen. Natürlich wussten die Mädels nicht oder die Jungs, die mir das Kompliment gegeben haben, dass das in erster Linie mehr für Frauen ist. Hält unendlich lange. Falls es euch interessiert, was Neues auszuprobieren, dann könnt ihr den in einem Store von Dior ausprobieren. Gris Montagne, beziehungsweise heutzutage nennt man ihn Gris Dior. Ein ausgesprochen interessanter Duft, wenn ein Mann ihn trägt. Ihr werdet euch an meine Worte erinnern. Auf der Nummer 2. Auf der Nummer 1, Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Ein wundervolles Parfum. Für mich der beste Sommerduft, der eine sehr lange Haltbarkeit hat für Männer. Warum? Weil er den Geschmack der Massen trifft. Er hat seine eigenständige Duft-DNA und er hält sehr lange. In all den Kategorien ist er stärker als alle anderen, meiner Meinung nach. Deswegen hat er es auf die Nummer 1 geschafft.
transportiert mich direkt nach Ibiza, transportiert mich nach Miami. Aber wenn du in Miami schon etabliert bist, nicht gerade mal Urlaub machst, das riecht wirklich nach einem Kerl, der alles im Griff hat, der seine eigene Bar hat in Miami, der eine eigene große Finca in Ibiza hat und eine Hausparty da schmeißt. Das riecht nach einem extrem coolen, männlichen Alpha-Mann, der alles im Griff hat im Sommer, der sich aber dann auch casual kleidet. Sei es einfach ganz in weiß oder mit einem Hawaii-T-Shirt, aber jetzt nicht im Anzug. Das ist ein Hammer-Parfum. Meine Nummer 1, Dolce & Gabbana Light Blue Intense für den Sommer, für den Mann, wenn es darum geht, langanhaltende Parfums zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.